Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar, dem ersten im Jahr 2022. Zunächst möchte ich nochmal allen Teilnehmern ein gesundes neues Jahr wünschen. Das Thema des heutigen Webinars ist Berücksichtigung von Bauzuständen in RFEM 6. Kurz zur Vorstellung, mein Name ist Andreas Hörold. Ich bin verantwortlich für Marketing und Public Relations in der Global Software GmbH, zum Beispiel für die deutschen und englischen Webinare, die Webseite, Presseberichte etc. Der Adrian und der Stefan, die können sich selbst vorstellen. Ja, mein Name ist Adrian Langhammer. Ich bin bei uns zuständig für den Kundensupport und für die Entwicklung im Kundensupport, hauptsächlich im Bereich Stahlbetonbau und ja auch für die Bauzustände. Genau, und deswegen werde ich heute das Beispiel vorführen. Ja, hallo, mein Name ist Stefan Frenzel. Ich bin heute für den Chat zuständig. Hier in der Firma Global arbeite ich im Kundensupport und der Entwicklung für die Dynamik und werde heute die Fragen zu Ihren Anliegen natürlich versuchen zu beantworten. Ja. Genau, ja, da werde ich auch mithelfen bei der Beantwortung der Fragen. Wie Sie Fragen stellen können, zeige ich gleich. Wir machen erstmal unsere Webcams aus, dass Sie den kompletten Bildschirm sehen können. Also wer noch nie teilgenommen hat, der sieht dann auf der rechten Seite seines Bildschirms ein Panel hier, was ein- oder ausgeblendet werden kann. Adrian, deine Webcam ist noch an. Jetzt ist sie aus. Okay, dankeschön. Ja, hier können Sie dann eine kurze Frage eingeben und wir werden dann versuchen, die zu beantworten. Sie können allerdings auch in Ruhe sich das ganze Webinar anschauen und dann eine E-Mail schreiben an info@global.com und sich auf das Webinar beziehen. Dann erhalten Sie natürlich auch eine Antwort auf Ihre Frage. So, zur Agenda heute. Zunächst definiert der Adrian an diesem Beispiel hier die Bauzustände, einmal modellseitig, dann auch lastseitig. Dann erfolgt die Bemessung basierend auf diesen Bauzuständen. Und als letzter Punkt dann die Ergebnisauswertung und Dokumentation. Und dann folgt noch ein ganz kleiner Punkt, er stellt nochmal neue Features vor gegenüber dem Vorgängermodul RF Stages und ja, das Ganze an einem Beispiel. Vielleicht noch ein letzter Hinweis, das Webinar wird aufgezeichnet, also wenn Sie mal irgendwie nicht mitkommen, Sie erhalten dann in den nächsten Tagen eine E-Mail, wo dann die Aufzeichnung verlinkt ist. Ich zeige das vielleicht im Anschluss dann auch nochmal, wo Sie dann die Aufzeichnung finden. Also können Sie sich dann ganz in Ruhe nochmal anschauen. So, und jetzt können Sie das erstmal ganz genießen, was der Adrian vorführt. Okay, Adrian, du kannst loslegen. So, Bildschirm müsste man sehen, denke ich. Ja, ja. Genau, dann geht es los. Und zwar möchte ich heute die Bauzustände in RFEM 6 zeigen und die ganze Thematik im Wesentlichen anhand eines Beispiels erläutern, was ich aus der Literatur genommen habe. Das finden Sie im Buch Finite Elemente in der Baustatik Baupraxis von dem Herrn Russler und dem Herrn Barth. Das Beispiel wiederum in dem Buch beruht auf einem Beispiel von Bischof und Plätzinger, was in einem Vortrag gezeigt wurde. Genau, es handelt sich hier um ein Teilsystem, was aus einem Gesamtsystem herausgelöst ist. Das Gesamtsystem ist quasi gleichmäßig ein ausschleifender Gebäudekern mit Decken und im äußeren Bereich schlanken Stützen. Genau dieser Effekt oder die Thematik lässt sich sozusagen auch an dem Teilsystem erläutern. Das muss man nicht an dem Gesamtsystem komplett behandeln. Genau, also wie gesagt, hier ist ein aussteifender Kern, der hat 40 cm starke Stahlbetonwände. Wir haben Decken, die sind 20 cm stark und relativ schlanke Stützen, die sind 20 auf 20. Genau, ich werde als allererstes mal, um die Thematik zu erläutern, exemplarisch mal am Gesamtsystem ohne Berücksichtigung der Bauzustände das Eigengewicht berechnen, die Verformung, die Schnittgrößen infolge Eigengewicht
genau, um dann zu zeigen, worum es hier eigentlich geht, also was, worauf sich dieses Beispiel bezieht. Und zwar infolge dieser ungleichmäßigen Steifigkeitsverteilung von dem Kern und den Stützen haben wir hier das Problem, dass wenn wir das ohne Berücksichtigung der Bauzustände rechnen, sich die Decken an dem aussteifenden Kern aufhängen, genau, und sich dann, wenn wir auf die Schnittgrößen gucken, ich habe hier einen Schnitt reingelegt, und wenn wir jetzt hier auf die Flächenschnittgrößen MX, also das Biegemoment, schauen, dann sieht man, dass durch diese ungleichmäßige Steifigkeitsverteilung und durch dieses Aufhängen der Decken an dem Kern die Decken über die Geschosse nach oben hin immer ein größeres Einspannmoment erhalten und das Feldmoment abnimmt. Das heißt, wenn wir das am Gesamtsystem bemessen würden, würden wir tendenziell die Decken in den oberen Geschossen im Feld unterbemessen, weil eben die Last nicht auf einen Schlag bei so einer Struktur aufgebracht wird, sondern über den Herstellungsprozess hinweg. Das heißt, wenn eine Verformung stattfindet während des Baus, wenn ich Bereiche ausschale, dann wird diese Verformung über den Bauablauf hinweg ausgeglichen. Und man kann sagen, die Stützen werden sozusagen ein Stück länger, die Stützen in den oberen Geschossen werden ein Stück länger eingebaut. Und dieser Effekt tritt nicht so deutlich auf wie jetzt hier im Gesamtsystem. Es gibt auch zahlreiche andere Beispiele, wo Bauzustände eine Rolle spielen. Das ist jetzt ein Effekt. Ähnlich wäre das, wenn Sie Stützen nicht auf Stützen haben, Wände nicht auf Wänden, sondern die irgendwo auf einer Decke stehen, die nicht unterstützt ist, oder wenn Sie irgendwie wandartige Träger haben. Da gibt es verschiedene Beispiele, wo Bauzustände eine Rolle spielen, beziehungsweise wo man aufpassen muss, wenn man am Gesamtsystem rechnet, dass man eben keinen Fehler macht, wenn man sozusagen die Bauzustände vernachlässigt. Genau, jetzt zum Modul selber. Das Modul Bauzustände finden Sie, wie alle anderen Add-ons, hier in den Basisangaben im Register Add-on unter dem Punkt Analyse von Bauzuständen. Kürzel ist CSA, das ist für die englische Bezeichnung Construction Stages Analysis. Genau, können Sie hier aktivieren. Das habe ich bereits gemacht. In dem Beispiel, das Bauzustandsmodul, wie auch alle anderen Module oder Add-ons im RFM6, ist voll und ganz in die Oberfläche von RFM6 integriert. Und die Eingabe teilt sich in zwei Komponenten sozusagen oder in zwei Teile. Einmal die Bauzustände lastseitig und einmal strukturseitig und einmal die Bauzustände lastseitig. Wenn hier noch nichts definiert ist, kann ich hierher gehen und sagen neuen Bauzustand. Und dann mit dem Entstehen der Bauzustände werden auch die Bauzustände auf der Lastseite erzeugt. Genau. Genau, wenn ich jetzt hier einen neuen Bauzustand anlege, dann erhalte ich folgenden Dialog. Ich habe hier schon ein Stück weit vorgearbeitet, weil das ist eine relativ gleichmäßige Struktur. Das ist hier, die Eingabe wäre relativ monoton, sage ich mal. Das wäre ein bisschen langweilig für das Webinar, jetzt hier 20 Mal denselben oder 21 Mal dieselbe Eingabe zu machen oder denselben Schritt. Deswegen habe ich das hier so ein Stück weit vorbereitet. Wenn Sie das öffnen, dann und das erste Mal öffnen, dann sehen Sie das im Prinzip so, dass Sie hier einen Bauzustand haben und hier über diese Punkte sozusagen steuern können, welche Strukturelemente für die Bauzustände berücksichtigt werden sollen. Des Weiteren haben Sie hier ein Eingabefeld, wo Sie sehen, wie die Reihenfolge der Bauzustände definiert ist. Das heißt, es gibt einen Anfang und dann immer eine Art Kette, folgt dem Bauzustand 16, folgt dem Bauzustand 15, dass sozusagen eine Reihe definiert ist. Es ist theoretisch auch möglich, in einem Bau, in einem Beispiel oder in einer Struktur verschiedene Reihenfolgen oder verschiedene Bauabläufe zu rechnen. Das heißt, ich kann mehrere Anfänge definieren und mehrere Abfolgen von Bauabläufen. In unserem Beispiel heute möchte ich das aber nur mit einem Ablauf zeigen.
Des Weiteren findet man hier im rechten Bereich Einstellung für die zeitabhängige Analyse. Das ist jetzt hier ausgegraut. Das ist theoretisch nochmal eine extra Thematik. Das ist auch ein Zusatzmodul, die zeitabhängige Analyse. Da ist aber noch, sind noch viele Punkte in Arbeit aktuell. Ich denke, wenn das irgendwann soweit ist, dass man das hier in Verbindung auch mit den Bauzuständen zeigen kann, wenn die Entwicklung soweit vorangeschritten ist, vermute ich fast, dass wir da wahrscheinlich sogar nochmal ein eigenes Webinar zu dieser Thematik machen. Heute geht es hier erstmal nur um die quasi statische Analyse, Schnittgrößenermittlung basierend auf Bauzuständen. Genau. Ich muss die Bauzustände definieren. Das mache ich jetzt in meiner Struktur. Da gibt es Stäbe und Flächen. Also schalte ich mir diese Register Stäbe und Flächen zu und muss dann hier im Register Stäbe die Stäbe wählen. Wie bereits erwähnt, habe ich schon Bauzustände definiert, und zwar bis zum Bauzustand 16. Ich sehe jetzt hier, den Stab kann ich auch nicht mehr auswählen. Ich wähle dann jetzt hier den Stab aus dem Bauzustand 17 und die entsprechenden Flächen. Ich mache die Ergebnisse aus dem Lastfall aus und sehe dann hier auch, kann das hier selektieren und sehe das dann auch anhand der Selektion, was ich gewählt habe. Und ich kann auch nicht mehr selektieren. Ich erzeuge jetzt erstmal nochmal bis zum Ende die Bauzustände, bis zum Bauzustand 21. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe, das bin in der Stütze, hatte ich schon gezeigt, dass das nicht doppelt ausgewählt werden kann. Und bei den Flächen könnte ich jetzt theoretisch auch ein Fenster aufziehen, was jetzt hier drüber hinausgeht. Er wählt nur die Flächen aus, die noch keinem Bauzustand zugeordnet sind. Ich kann es auch, wenn ich jetzt hier, das ist jetzt ein Stück weit Zufall, wenn das mit der Nummerierung passt, kann ich das natürlich auch, und ich das sehe, kann ich auch die Stützen per Nummer eingeben. Die haben jetzt, weiß nur die Stützen entsprechend der Anzahl der Bauzustände gibt, natürlich die gleiche Nummer. Genau, und ansonsten muss ich jetzt hier noch die Flächen fertig definieren. Wie gesagt, ich hatte das hier schon ein Stück weit vorbereitet, weil das sonst ja, ein bisschen langweilig wäre wahrscheinlich. Und was ich dann zu guter Letzt noch machen muss, ich habe jetzt alle Bauzustände, sind quasi ähnlich definiert oder gleich. Im ersten Bauzustand muss ich natürlich noch Knoten- und Linienlager aktivieren. Die Struktur ist unten, die Wände sind im unteren Bereich durch Linienlager gehalten und die Stütze durch Knotenlager. Ich kann jetzt hier auch die Funktion nehmen, alle. Dann sucht er alle Knotenlager. Es gibt nur ein Knotenlager. Beim Linienlager müssten das 4 Stück sein, genau 4 Wände im unteren Bereich. Und dann ordnet er die zu. Das gibt es auch bei Flächenstäbe und so weiter, diese Funktion, alles zuordnen. Genau. Was hier außerdem noch möglich ist, das schaue ich mal, dass ich dann das vielleicht nochmal in einem ganz kleinen Beispiel am Ende zeige, weil das hier in die Thematik nicht reinpasst. Aber ich kann hier Objekte, die aktiv sind, ich sehe hier immer, was aktiv ist bis zu dem Bauzustand, kann ich auch bearbeiten bzw. modifizieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, ein Stab hat ein anderes Stabendgelenke, Anfangsgelenke, oder eine Fläche ist gebettet und müsste dann hier sozusagen die Fläche auswählen und das bearbeiten. Ich guck mal, wenn wir mit der Zeit gut hinkommen, zeige ich das mal, aber im Prinzip ist das selbsterklärend. Also ich wähle ein Objekt aus und modifiziere das dann mal. Ich zeige das dann am Ende, wie gesagt, wenn Zeit ist, nochmal an einem kleinen Brückenbaubeispiel. Genau. Wenn das dann hier alles definiert ist, ist sozusagen die Lastseite fertig. Ich kann mir das dann auch anschauen im Programm. Er erzeugt dann hier, da wo sie die Lastfälle und die Bemessungssituation haben, einzelne Bauzustände. Und ich kann hier im Prinzip grafisch kontrollieren, ob ich das richtig definiert habe. Genau. Und später hilft mir das auch für die Ergebnisseausgabe. Wenn die Strukturseite fertig ist, widme ich mich der Lastseite. Die finde ich hier unter den Lastfällen und Kombinationen.
Ich gehe jetzt hier in den ersten Bauzustand und sage Bauzustand bearbeiten. Die muss ich jetzt sozusagen auch nicht erzeugen. Die werden aus den Bauzuständen analog erzeugt, die ich auf der Strukturseite oder die ich bereits erzeugt habe. Das heißt, ich habe hier in den Lastfällen und Kombinationen zu jedem Bauzustand, den ich angelegt habe, hier einen Punkt. Ich muss aber nicht bei jedem irgendwas definieren oder unternehmen. Ich würde jetzt hier erstmal in den Bauzustand 1 gehen. Ich kann aussuchen, welche Art der Analyse ich durchführen möchte. Da das RFM6 und allgemein auch diese Bauzustandsberechnung noch relativ neu ist, sind jetzt hier noch nicht alle Funktionen fertig, sage ich mal, entwickelt oder abgeschlossen. Aktuell kann ich hier noch nichts auswählen bei der bei der Art der Bauzustandsanalyse. Aktuell rechnet er immer mit Lastkombinationen. Das heißt, das ist im Prinzip für die, die das kennen, ähnlich dem der RF-Stages-Berechnung. Kurz gefasst, denn die Theorie dahinter, das ist im Prinzip eine nichtlineare FEM, die jeden Bauzustand oder die an einem Bauzustand anfängt zu rechnen und dann sozusagen über die Bauzustände hinweg das Gleichungssystem der FEM immer anpasst. Das heißt, wenn sich was auf der Steifigkeitsseite tut, dann wird die angepasst und dann das System wieder ins Gleichgewicht gebracht. Oder eben, wenn auf der Lastseite was dazu kommt, dann wird das auch wieder ins Gleichgewicht gebracht. Das ist sozusagen eine Berechnung über die Zustände zu Bauzustände hinweg. Die lineare Berechnung, die noch in Arbeit ist, die ist dann ein Stück weit vereinfachter. Die arbeitet zum Stück weit nach einem Superpositionsprinzip, beziehungsweise wenn Strukturelemente wegfallen, wird es da einen Algorithmus geben, der die Lasten, die dann reaktiviert werden, also wenn ich zum Beispiel in einem Gebäude eine Stütze deaktiviere, rausziehe, dann wird es da einen Algorithmus geben, der die Last, die aus der Stütze oder die in der Stütze vorhanden war, wieder reaktiviert und dann das in den Folgebauzuständen berücksichtigt. Das wird, denke ich mal, wenn man lineare Strukturen hat, ein relativ gutes Tool werden. Das ist jetzt, was eingestellt ist, dass die Lastkombination ist eigentlich so das universelle, die universelle Methode, wo ich dann zum Beispiel auch nichtlineare Materialverhalten berücksichtigen könnte oder strukturelle Nichtlinearitäten wie irgendwelche ausfallenden Lager oder ähnliches. Genau. Das ist erstmal die Einstellung hier zur Berechnung. Das ist jetzt auch immer nichtlinear, immer mit diesem jetzt hier vorhergestellt mit dem Newton-Raphson. Ich muss für diesen Bauzustand 1 oder für die Bauzustände hier einen Lastfall wählen, wobei da auch ein Unterschied ist zu RFM5. Im RF-Stages war es so, der brauchte für jeden Bauzustand eine Lastfall-Zuordnung. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, die Berechnung ist jetzt im Prinzip auch in der Lage, sage jetzt mal sprichwörtlich in Anführungsstrichen, leere Lastfälle zu rechnen, beziehungsweise genauer gesagt Lastfälle, in denen keine Last dazukommt, sondern nur strukturelle Änderungen stattfinden. Das heißt, indem vielleicht ein Gelenk modifiziert wird, das kann dann ein eigener Bauzustand sein, da muss nicht eine extra Last hinzugefügt werden. Wäre jetzt eine Neuerung in der Berechnung. Genau, ich wähle jetzt hier im ersten Bauzustand die Eigenlast aus. Die ist ja automatisch klassisch im Lastfall als Lastfall 1 definiert mit einem Faktor von 1,0 und das Programm ist jetzt in der Lage automatisch zu erkennen, was in den einzelnen Bauzuständen an Strukturelementen dazukommt und diese Eigenlast ist in jedem Bauzustand aktiv, weil das Programm auch erkannt hat, dass ich das als ständige Last definiert habe und er das hier als ständig drin hat. Wenn ich den Haken rausnehme, dann würde das nur in diesem Bauzustand wirken. Genau. Bei der Nutzlast hier im klassischen wäre das so, dass ich ja den Einfluss der permanenten oder der Eigenlast im Bauablauf richtig drin haben möchte. Die Nutzlast würde dann, zumindest die klassische Nutzlast, erst dann kommen, wenn das Gebäude fertiggestellt ist.
deswegen hier im letzten Bauzustand dann die Nutzlast und erkennt hier auch, dass das keine ständige Last ist. Ich könnte das natürlich auch bearbeiten oder anpassen, wenn ich das möchte, aber er orientiert sich dann sozusagen an den voreingestellten oder ausgewählten Lastfalltypen. Genau. Ja, das nächste Register Übersicht, das spielt erst später eine Rolle, wenn wir eine Kombinatorik basierend auf den Bauzuständen erzeugt haben. Das wäre auch der nächste Punkt. Ich kann jetzt wählen, für welche Bauzustände ich gegebenenfalls eine Lastfallkombination durchführen möchte. Auch das ist ein neues Feature. Im RFM5, im RF-Stages war es nicht möglich, eine automatische Kombinatorik im Zusammenhang mit den Bauzuständen zu verwenden. Das war durch diese Berechnung in einem Modul, war das sozusagen eine abgekapselte Berechnung. Jetzt ist das auf RFM-Ebene die Berechnung und kann natürlich dann auch die Kombinatorik voll nutzen. Wenn ich eine Kombination erzeugen möchte für Bauzustände, kann ich in den entsprechenden Bauzustand, in dem ich das machen möchte, gehen und hier bei diesen Optionen 2 den Kombinationsassistenten aktivieren und das Programm erzeugt mir dann für diesen Bauzustand eine Kombinatorik. Das mache ich jetzt hier auch und gehe nochmal in die Details und hier muss Bauzustände berücksichtigen, muss gewählt sein. Nur Bauzustände, ja, das ist vielleicht von der Begrifflichkeit, es heißt am Ende Bauzustände berücksichtigen. Das kann sein, dass sich der Text auch nochmal ein Stück weit ändern wird. Wichtig ist, der Haken muss rein, wenn Sie die Kombinatorik durchführen wollen und der Haken bei den Bauzuständen muss auch rein. Genau, und der verknüpft das dann sozusagen mit diesem Lastassistenten, der hier schon voreingestellt in der Struktur war, dass ich sozusagen in der Kombinatorik nach EN1990 mit diesem Kombinationsassistenten durchführen möchte. Genau, ich gehe dann ins nächste Register und er erzeugt mir Einwirkungskombinationen. Einmal die für Lastfall 1 oder nur Lastfall 1 und für die ständige Last mit Nutzlast. Das ist jetzt hier auch ein Stück weit, sage ich mal, vereinfacht. Das Prinzip würde dann natürlich so weitergehen, wenn Sie jetzt Schnee, Wind und so weiter haben. Sie können diese komplette Kombinatorik auf diesen letzten Bauzustand aufbauen. Und dann, wenn ich ins nächste Register Lastkombination gehe, erstellt er mir die Kombinatorik, die Lastkombination für die Bauzustände. Hier ist es jetzt so, dass er Hilfskombinationen erstellt, da das eine Rolle spielt, was für einen Faktor die ständige Last hat. Also im Normalfall kann ich die Bauzustände, wenn ich jetzt keine Kombinatorik definieren würde und nur die Bauzustände mit den Lasten rechnen würde, dann wäre das 1,0-fach. Und so würde der die Bauzustände auch durchrechnen. Das ist das, was ich unter den Bauzuständen dann sehe. Wenn ich jetzt aber einen Faktor für die ständige Last habe, hier 1,35, dann ist das Programm in der Lage, da sozusagen eine eigene Geschichte unter Berücksichtigung dieses Faktors zu ermitteln. Das heißt, ich kann hier sagen, oder ich habe hier einen Bauablauf unter 1,35-facher ständiger Last. Und deswegen muss das Programm auch diese Hilfskombination erzeugen. Genau. Die Kombination, die ich dann messen möchte, sind die hier oben für die Tragfähigkeit. Genau. Ich habe jetzt hier auch in dem Beispiel nur die Tragfähigkeit aktiviert. Wenn ich diese automatische Kombinatorik nicht verwenden möchte, kann ich auch benutzerdefiniert eine Kombination erzeugen, indem ich hier eine neue LK anlege. Und die wäre jetzt aber klassisch, eine klassische LK, die die Bauzustände noch nicht berücksichtigt. Das muss ich hier auswählen. Das heißt, ich müsste jetzt hier sagen, das knüpft an irgendeinen vorhergegangenen Bauzustand oder Spannungszustand an. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier eine Kombination für den Bauzustand 21, ich will jetzt eine benutzerdefinierte Kombination machen, nur um diese Funktion auch zu zeigen,
Benutzer definiert, sagen wir Bordzustand 10. Dann müsste ich hier sagen, als erstes möchte ich einen Bauzustand berücksichtigen, strukturseitig Bauzustand 10. Hier kann ich noch nichts auswählen, weil ich noch keinen Lastfall zugeordnet habe. Das heißt, der ist da strikt, muss er, weil es ja eine benutzerdefinierte Kombination ist, muss er wissen, dass diese Last auch in dem vorangegangenen Bauzustand vorhanden ist. Wenn ich die definiert habe, dann müsste das eigentlich gehen. Jetzt muss ich kurz gucken, warum er das nicht macht. Moment. Ach so, und die Analyse muss die gleiche sein. Das ist auch wichtig. Bauzustand. Und ich sage jetzt, Bauzustand 9 ist der vorangegangene Bauzustand. Das heißt, ich baue jetzt ab hier sozusagen ab dem Bauzustand 9 nochmal einen extra Zweig für die Kombinatorik auf. Das ist aber jetzt nicht so, dass man das so machen muss. Das, hier möchte ich nur zeigen, wie das gehen würde, wenn ich das benutzerdefiniert anlege. Bei der automatischen Kombinatorik ist es so, dass ich einfach da nur den Haken setzen muss für die Bauzustände, wo ich eine Kombination erzeugen möchte. Aber es kann ja auch sein, man möchte mal irgendwie benutzerdefiniert arbeiten, dann würde das so funktionieren. Da muss ich sozusagen den vorangegangenen Zustand definieren und sagen, welche Struktureingabe oder welche Strukturseite da berücksichtigt werden soll für diese benutzerdefinierte Kombination. Genau. Wenn das soweit definiert ist, kann ich ins Programm gehen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts vergessen. Und kann im Prinzip die Schnittgrößen rechnen, zum Beispiel für diese LK2, für den Bauzustand 21. Das ist meine Kombination mit ständiger Last und Nutzlast. Kann ich auf Berechnen drücken. So. Und jetzt erkennt das Programm auch, dass der vorher die anderen Bauzustände, beziehungsweise hier in dem Fall Hilfskombinationen, berechnen muss und rechnet die jetzt sozusagen Stück für Stück durch. Anders als im FM6 allgemein, beziehungsweise bei der klassischen Schnittgrößenberechnung, wo an der Stelle hier eine Mehrkernberechnung möglich ist, das für diejenigen, die FM6 da schon angeschaut haben, die haben das sicherlich bemerkt, dass der dann parallel rechnen kann, ist es hier so bei den Bauzuständen, dass natürlich das eine Ergebnis auf dem anderen Ergebnis beruht und der erst rechnen kann oder erst eine Kombination rechnen kann, wenn die andere fertig ist, weil die Ergebnisse voneinander abhängig sind. Hätte ich jetzt mehrere Bauzustandsgeschichten, sage ich mal, oder verschiedene Kombinationen mit Charakteristik, Tragfähigkeit, dann könnte der das auch parallel rechnen. Das hängt wirklich nur da, wo die Ergebnisse voneinander abhängig sind. Da kann er das nur nacheinander rechnen. Genau, wenn ich mir jetzt die Ergebnisse angucke, hier exemplarisch für die LK2, für meine Bemessungskombination, dann sehe ich schon, klar, hier ist jetzt natürlich eine höhere Last auch noch mit dabei, aber der Effekt ist jetzt hier anders. Das heißt, ich habe hier eine gleichmäßigere Verteilung der Stützmomente und der Feldmomente. Ich kann das auch nochmal in der LK1 rechnen, da ist die Nutzlast nicht mit drin. Da ist nur die ständische 1,35-fach drin. Da sieht man vielleicht den Effekt aus der ständischen nochmal ein Stück besser. Ich habe jetzt nicht mehr dieses Verhalten, dass nach oben hin die Einsparmomente zunehmen und die Feldmomente abnehmen. Hier ist es jetzt so, dass das Maximum eher im mittleren Bereich auftritt bei den Stützmomenten und das Minimum des Feldmoments eben auch im mittleren Bereich ist und die Maximas im äußeren Bereich. Das liegt einfach daran, dass ich hier die Verformung ausgeglichen habe, aber trotzdem natürlich noch einen Effekt habe, dass hier eine gewisse Nachgiebigkeit drin ist in den Stützen und natürlich die Last, die sich über die Etagen aufaddiert, auch einen Einfluss hat und das Maximum für das Stützmoment ergibt sich dann einfach aus einer bestimmten Nachgiebigkeit bis zur Hälfte des Gebäudes, aber eben in einer Last aus den 10 Geschossen darüber. Das aber nur zum, sage ich jetzt mal, ein Stück weit zum theoretischen Hintergrund dieses Beispiels. Aber ich sehe eben sozusagen, dass dieser grundlegende Effekt weg ist. Genau, jetzt habe ich sozusagen die Bauzustände definiert, die Kombinatorik erstellt.
habe das berechnet und könnte jetzt in die Bemessung gehen. Ich habe das bei mir so gemacht, dass ich jetzt hier, das ist halt ein Massivbau, dass ich hier schon die Betonbemessung aktiviert habe und da auch schon die Eingaben vorgenommen habe, also sage ich mal eine Grundbewertung definiert habe, damit ich für die Flächen die erforderliche Bewertung rechnen kann. Und das möchte ich jetzt auch machen. Das heißt, ich habe jetzt hier alle Flächen ausgewählt und habe jetzt hier in dem Beispiel nur die Tragfähigkeit drin und kann jetzt sozusagen hier die Betonbemessung durchführen und möchte dann halt im Anschluss zeigen, wie diese Ergebnisauswertung in Kombination mit den Design- oder Bemessungs-Add-ons funktioniert. Exemplarisch an der Betonbemessung, aber das Prinzip ist überall das gleiche dann. Das ist bei Stahl- und Holzbau ähnlich von der Organisation oder gleich von der Organisation. Genau. Jetzt rechne ich dann nochmal die Bauzustände aus. Das liegt daran, dass ich hier noch diese benutzerdefinierte Kombination gemacht habe und dort vergessen habe, den Lastfall benutzerdefiniert auf 1,35 zu stellen. Deswegen muss er jetzt hier nochmal die vorangegangenen Bauzustände mit 1,0-fach rechnen. Das hatte ich, habe ich in der Eingabe schlicht vergessen, hier 1,35 einzugeben. Damit ist die ständige Last anders zu berücksichtigen. Genau, und dann geht er in die Betonbemessung und ich sehe jetzt hier erst bei der Flächenbemessung müsste jetzt eigentlich auch demnächst fertig sein. Genau. Die Ergebnisse werden geladen, genau. Und ich habe jetzt hier Ergebnisse. Ich hatte das jetzt hier vorher schon so ausgewählt. Ich möchte jetzt hier an der Stelle gar nicht auf die Nachweise selber gucken, sondern wollte das nur exemplarisch zeigen und hier mal die erforderliche Bewertung angemacht. An der Oberseite, wo ich dann sozusagen das Einspannmoment abdecke, oder ich kann es auch an der Unterseite zeigen, wo im Prinzip mein Feldmoment oder die erforderliche Bewertung basierend auf meinem Feldmoment ermittelt wurde. Die Ergebnisausgabe in der Betonbemessung, die habe ich ja einerseits in den Tabellen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Nachweise möchte ich jetzt hier gar nicht eingehen, sondern wenn ich jetzt hier auf die erforderliche Bewertung schaue, dann kann ich in die Tabelle erforderliche Bewertung gehen und dann ordnet der mir die Tabelle so an, jetzt hier mit dem Maxima aus den entsprechenden Zuständen, aber ich habe in den Tabellen berücksichtigt, dass ich basierend auf Bauzuständen berechnet habe. Das heißt hier, das war meine benutzerdefinierte Kombination auf Bauzustand 10 basierend mit LK23 und der Endzustand sozusagen basierend auf Bauzustand 2 und Bauzustand 21 und dieser LK2. Und wenn ich jetzt sozusagen verschiedene Zustände berechnet habe, das ist jetzt sicherlich abhängig von der Struktur. Theoretisch würde ich das jetzt bei der Struktur nicht als notwendig erachten, aber um das eben mal zu zeigen, da kann ich sozusagen dann die einzelnen Zustände, wenn da eine Betonbemessung vorhanden ist, auch hier oben auswählen. Ich muss dann schauen, dass hier unten die Betonbemessung ausgewählt ist und dann sehe ich auch die entsprechenden grafischen Ergebnisse in diesem entsprechenden Zustand. Das heißt, dass wenn ich oben Bauzustand 10 anwähle und hier unten die Betonbemessung ausgewählt habe, dann sehe ich die Betonbemessung für diesen entsprechenden Bauzustand. Genau, also das ist sozusagen ich habe es einmal in der Tabelle, da ist es fix drin hier in den entsprechenden Tabellen. Und wenn ich es grafisch haben möchte, dann muss ich mir das sozusagen auswählen. Wenn ich jetzt natürlich einen Bauzustand wähle, wo keine Betonbemessung vorhanden ist, dann müsste der eigentlich ins Leere springen. Genau, da gibt's, den haben wir nicht bemessen, den Bauzustand, da gibt es keine Ergebnisse. Genau.
Ja, das vielleicht schon mal so grob als Ablauf und wie das grundsätzlich aufgebaut ist. Hin zur Bemessung jetzt. Nächster Punkt wäre, wäre vielleicht die Dokumentation, genau. Ich kann jetzt hier zum aktuellen Zeitpunkt oder aktueller Stand der Entwicklung habe ich, denke ich, zwei Möglichkeiten, das zu dokumentieren. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, ich will einfach nur die Eingabe, den Aufbau der Struktur zum Beispiel dokumentieren, dann kann ich entweder hergehen, also ich möchte jetzt das sozusagen grafisch dokumentieren, kann ich entweder hergehen und sagen, ich lege mir entsprechend, so wie ich das dann im Ausdruckprotokoll sehen möchte, verschiedene Fenster an mit den Bauzuständen. Das mache ich jetzt mal hier und kann mich dann zum Beispiel danach richten, wie viel jetzt von der Darstellung auf ein Blatt Papier passen würde. Das ist natürlich ein Stück weit auch immer abhängig von der Form der Struktur. Die ist jetzt hier relativ länglich. Genau, und da kann ich mir jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte mir vier Fenster erzeugen und könnte jetzt hier so durchgehen und dann mir entsprechend die Bauzustände für die einzelnen Fenster aktivieren und könnte das jetzt zum Beispiel so, wie ich das mir hier zurechtlege, in das Ausdruckprotokoll drucken. Ich habe jetzt hier schon ein ganz einfaches Ausdruckprotokoll angelegt, da ist quasi gar nichts groß drin, einfach nur, dass das schon erstellt ist. Genau, und gehe jetzt hier auf Drucken. In der Voreinstellung ist immer Sofortausdruck ausgewählt. Ich habe hier das schon einmal benutzt, deswegen merkt, dass ich das in das Ausdruckprotokoll drucken. Und gehe jetzt hier auf Mehr. Bei der Frage, welches Fenster gedruckt werden soll. Genau, ich hatte hier, okay, ich habe aus der letzten, der merkt sich auch die letzte Einstellung, die man verwendet hat. Das ist eigentlich die aus dem Seriendruck. Ich will das hier natürlich ohne Drehung, gut, wobei das jetzt hier auch passen würde, ohne Drehung und über die gesamte Seitenhöhe drucken. Das würde dann zum Beispiel so aussehen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, das könnte ich drucken. Das mache ich jetzt hier an der Stelle auch. Und dann, wenn ich mit OK bestätige, druckt er das ins Ausdruckprotokoll. Eine Alternative, und das war das, was er sich hier noch vom letzten Mal von der Übung sozusagen gemerkt hat, wäre der Seriendruck, beziehungsweise jetzt Mehrfachdruck, also im R55 ist das Seriendruck, das heißt das Mehrfachdruck. Das geht dann wieder über ein Fenster. Das blende ich mir mal ein. Genau, und ich müsste mir jetzt hier zum aktuellen Zeitpunkt, das wird sich sicherlich noch ändern, dass da Filter für den Seriendruck speziell für die Bauzustände hinzukommen. Da bin ich mir relativ sicher, dass das passieren wird. Aktuell ist es so, dass man sich die Ansichten noch selber erzeugen müsste. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel eine Ansicht erzeugen für den Bauzustand 1 und das hier so durchschalten. Und sagen, Bauzustand 2, heißen noch Ergebnisse da, zum Beispiel die 2, Ansicht 2 definieren und Bauzustand 3 mache ich jetzt mal hier, das mit den Ergebnissen, benutzerdefinierte Ansicht 3. Und wenn ich die benutzerdefinierten Ansichten angelegt habe, kann ich das dann mit dem Mehrfachdruck verknüpfen und würde dann auch wieder hier in das Ausdruckprotokoll und den Druck in das Ausdruckprotokoll wählen und würde jetzt hier aber sagen Mehrfachdruck und genau die Einstellung, die ich gerade weggenommen habe, wiederherstellen. Was ich jetzt hier eigentlich fast schon ein bisschen ungünstig gewählt habe, ist, dass ich erst den Mehrfachdruck wähle und dann die Einstellung treffe,
das kann halt, wenn jetzt hier schon Ansichten gewählt werden, dazu führen, dass das relativ lange lädt. Hier hat er das jetzt noch nicht. Hier ist noch nichts aktiviert. Ich gehe jetzt hier auf das Modell und sage, ich möchte das, möchte meine drei benutzerdefinierten Ansichten drucken. Gehe wieder zurück auf die allgemeine Übersicht und im Hintergrund werden die Grafiken erstellt. Ich habe das jetzt, das ist nur mal, um das exemplarisch zu zeigen, jetzt hier mal die ersten drei Bauzustände um 90 Grad gedreht auf eine Seite. Ich könnte jetzt sicherlich auch noch ein viertes Bild hier reinpacken und das auf 25% stellen. Ich kann das sicherlich auch jeden Bauzustand einzeln auf eine Seite drucken. Das kommt auch ein bisschen drauf an, wie die Struktur, wie gesagt, aussieht, was die für eine Form hat, wie das am besten für die Dokumentation passt. Genau, das an der Stelle mal dazu. Jetzt hätten wir sozusagen alles mal irgendwo angeschnitten. Jetzt möchte ich noch ein oder sagen wir zwei Sachen zeigen. Ein Beispiel, was diese Neuerung, dass die Bauzustände eben ins RFM selber gewandert sind oder auf die RFM-Ebene gewandert sind, was das für Vorteile mit sich bringen kann. Und zwar habe ich hier mal ein Beispiel noch vorbereitet. Das war im RFM5 auf der Fall, dass man, wenn man da Stages verwendet hat und zum Beispiel, sag ich jetzt mal, Fehler in der Eingabe gemacht hat oder in der Eingabe Sachen vergessen hat, dass es dann im Verlauf der Berechnung dazu kam, dass die Struktur instabil geworden ist und man nicht wusste, warum. Und dann musste man im Prinzip auf Fehlersuche gehen, die je nach Komplexität der Struktur durchaus aufwendig werden konnte. Ich mache das jetzt hier mal in dem Beispiel so. Das ist eigentlich das Ausschnitt aus dem großen Beispiel, dass ich hier mal mit Absicht in der Eingabe vergesse. Der Bauzustand 1 ist gleich, der Bauzustand 2, da wähle ich jetzt die Stütze. Das sind Pendelstützen, die am Anfang und am Ende ein Stabendgelenk haben. Und vergesse jetzt hier mit Absicht mal die Decke. Das ist natürlich, wenn ich mir das grafisch angucke, hier einleuchtend, dass da was vergessen wurde. Aber in der Praxis, wie gesagt, reicht es oft, wenn irgendwie mal ein Gelenk vergessen wurde oder irgendwelche Details in der Struktur, wo man dann eben, wie gesagt, mit einer Instabilität konfrontiert ist und nicht weiß, wo die herkommt. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich basierend auf den Bauzuständen, ich kann jetzt hier mal versuchen zu rechnen, theoretisch muss der erste rechnen und der zweite muss instabil werden. Genau, der bricht ab. Bauzustand Nummer 2, sozusagen instabil oder Ergebnisse nicht vorhanden, der bricht hier ab. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich nicht selber mir, ja, ich habe mir selber noch einen zusätzlichen Fehler reingebaut. Ich habe nicht vergessen, die Knotenlager und die Linienlager zu wählen, deswegen bricht er hier schon im ersten Bauzustand ab. Die gehören natürlich rein, ansonsten habe ich hier ein Problem. Da müsste ich schon einen Bauzustand eher anfangen mit der Fehlersuche. Genau, erster muss eigentlich durchrechnen. Genau, und zweiter muss instabil werden. Und jetzt habe ich halt sozusagen die Möglichkeit, dass die Bauzustände oder in den Bauzuständen weitere Analysen durchzuführen. Und hier bei dieser Instabilität könnte ich zum Beispiel eine Strukturstabilität untersuchen und wähle jetzt hier in dem Punkt Strukturstabilität, sage okay, gehe in diesen Bauzustand auf der Lastseite rein und habe jetzt hier in diesem Fenster die Stabilitätsanalyse zur Verfügung stehen. Hätte ich das Add-on jetzt nicht aktiviert, wäre das jetzt hier ausgegraut gewesen. Und ich kann jetzt in meinem instabilen Bauzustand Nummer 2 die Stabilitätsanalyse berücksichtigen, kann keine klassische Eigenwertanalyse durchführen, das würde auch nicht funktionieren bei einer instabilen Struktur. Ich kann aber mit dieser besonderen Funktionen, die sozusagen Eigenform von instabilen Strukturen ermitteln kann. Da liegt diese Shift-Methode dahinter. Die gab es im RFM5 an sich auch schon, aber nicht in
Kombination mit den Bauzuständen, die aktiviere ich hier, sag okay und führe jetzt hier nochmal die Berechnung durch. Er versucht jetzt erstmal wieder die statische Analyse durchzuführen, das schafft er nicht, aber die Stabilität, das ging jetzt relativ schnell, die Stabilitätsanalyse ist durchgelaufen und er zeigt jetzt hier diese Eigenform dieser instabilen Struktur an. Und damit wird mir klar, okay, diese Stütze ist der Grund der Instabilität, die kann sich bewegen und da kann ich dann Rückschlüsse ziehen, dass hier irgendwo was mit dem Anschluss und nicht stimmt und eben hier, wie man es ja in der Grafik ja an dem Beispiel auch schon sieht, die Decke in dem Bauzustand nicht aktiviert ist. Genau, das war ein Punkt, den ich zeigen wollte, was letztendlich auch ein neues Feature in dem im Programm ist, dass ich eben sozusagen basierend auf Bauzuständen weitere Analysen durchführen kann. Gleiches geht jetzt hier zum Beispiel auch für eine dynamische Analyse in einem bestimmten Bauzustand und und. Also ich kann das diese ganzen Berechnungen und Analysen besser miteinander verknüpfen. Genau, und ein allerletztes Beispiel noch, weil wir ganz gut in der Zeit liegen, wäre diese Modifikation, die habe ich an dem anderen Beispiel ja auch nicht noch nicht gezeigt. Also ich habe bei unserem Hochbaumodell war jetzt eigentlich alles eine, sag ich mal, sich aufbauende Struktur, wo immer nur Bauteile hinzugekommen sind, aber nicht modifiziert werden mussten. Ich habe jetzt hier schon mal ein fertiges Beispiel rausgesucht, wo eine einfache Verbundbrücke hier eingegeben ist, bei der im Bauzustand 3 Stahlträger aufgebracht werden, die erstmal ohne Beton sozusagen, kannst du jetzt in der Praxis vielleicht vorstellen, mit verlorener Schalung und aber erstmal gelenkig gelagert sind und im Folgebauzustand wird dann die Betonfahrbahn oder die wird ausgegossen. Der Stahlträger trägt im Prinzip schon im vorangegangenen Zustand die Frischbetonlast und dann im letzten Bauzustand härtet die Decke oder die Platte aus und es werden aber auch die Verbindungen der Stahlträger vergossen sozusagen und es soll jetzt hier diese gelenkische gelenkische Lagerung aufgehoben werden, sodass dann in für alle Folgelasten hier ein theoretischen Einspannmoment entstehen kann. Und das, diesen einen Schritt möchte ich mal zeigen, weil das in dem anderen Beispiel nicht rein, in das andere Beispiel nicht reingepasst hat. Ich müsste sozusagen im letzten Bauzustand hergehen und sagen, ich habe hier schon alles definiert, aber die Stäbe sind so wie in RFM definiert, als gelenkig angeschlossen, übernommen wurden. Und im letzten Bauzustand möchte ich jetzt hier sagen, ich möchte diese Stäbe modifizieren. Was möchte ich modifizieren? Gelenk am Stab anfangen. Da erkennt er schon, was der ursprüngliche Wert ist, was im RFM, in der RFM-Oberfläche definiert wurde. Was und ich kann jetzt hier festlegen, was der neue Wert sein soll. Das soll kein Gelenk mehr sein, sozusagen. Ich möchte das rausnehmen, sodass das biegesteif oder dass der Stahlträger biegesteif verbunden ist. Und das gleiche auch nochmal für das Stabende. Na, so und genau die gleiche Eingabe. Ich sage okay und dann müsste er das eigentlich, genau das löscht er. Die Ergebnisse vom Bauzustand 3 da, sind noch da, bis dann hat sich ja nichts geändert. Ich muss jetzt hier nur den Bauzustand 4 neu rechnen. Da ist eine zusätzliche Ausbaulast jetzt mit drauf gewesen, so wie ich den Bauzustand auch definiert habe. Das habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Die ist jetzt hier, das ist die gelbe Last, vorher war die Last auf den Stahlträgern. Genau, aber das tut am Ende auch nichts zur Sache. Es ging jetzt hier einfach darum, das Gelenk hier zu modifizieren und wieder raus zu nehmen. Genau, und ich sehe jetzt hier, auch wenn es jetzt hier unter der Last relativ klein ist, aber es kann sich jetzt hier ein Stützmoment ausbilden. Und ich sehe es auch ein Stück weit dann grafisch, dass in dem vorangegangenen Bauzustand die Stabendgelenke da sind und im nachfolgenden Bauzustand nicht mehr. Genau, das erstmal soweit zur
Übersicht zur Thematik Bauzustände in FM6. Genau, das heißt, ich wäre eigentlich soweit mit dem, was ich zeigen wollte, fertig. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss nochmal zusammengefasst. Ich hatte es jetzt über den Vortrag immer mal wieder ein bisschen eingestreut. Also es gibt eine ganze Reihe neuer Features im Zusammenhang mit der Bauzustandsberechnung im Vergleich zu FM5. Also das wären zum Beispiel dieser Punkt, dass im Prinzip sozusagen leere Bauzustände bzw. Bauzustände, wo nur eine strukturseitige Änderung stattfindet, dass die gerechnet werden können, ohne dass ich eben eine Last hinzufügen muss. Das ging rein von der Organisation im Solver oder von der Berechnung im FM5 noch nicht. Das geht jetzt, das ist neu. Ich kann die automatische Kombinatorik nutzen aus FM. Das ging im FM5 auch nicht, weil die Berechnung in einem Zusatzmodul stattfand, jetzt aber sozusagen auf FM-Ebene erfolgt. Das ist, denke ich mal, ein wirklich großer Vorteil. Ich kann in den einzelnen Bauzuständen und ich kann die Bauzustände mit weiteren Analysen kombinieren, also zum Beispiel Stabilität und Dynamik wären jetzt zwei Beispiele. Stabilität hatte ich gezeigt mit der Instabilität. Was ich nicht gezeigt habe, was aber auch neu ist, zum Beispiel ist, dass ich Elemente reaktivieren kann. Das heißt, ich kann in einem bestimmten Bauzustand Strukturelemente deaktivieren und dann in einem späteren wieder reaktivieren. Das ging im FM5 auch nicht, das ist jetzt auch möglich. Da wäre zum Beispiel ein praktischer Hintergrund, wenn Sie jetzt irgendwo Teile oder Strukturteile ertüchtigen wollen, dass Sie ein altes Strukturteil entfernen, sozusagen den Zustand rechnen, ohne dass dieser Teil der Struktur vorhanden ist und dann wieder einen neuen hinzufügen und das dann sozusagen reaktiviert wird. Ne? Das kann ich dann, das ist jetzt sozusagen auch möglich, das ging im FM5 auch nicht. Genau, das vielleicht so als Übersicht. Natürlich hat sich das dann auch in vielen kleinen Punkten verbessert, aber das sind jetzt, sage ich mal, insbesondere für diejenigen, die im FM5 vielleicht mit dem Stages gearbeitet haben, vielleicht ein paar wichtige Stichpunkte. Ja, das sind die Neuerungen sozusagen da im Vergleich zu FM5. Genau, jetzt wäre ich ja wirklich fertig. Okay, danke Adrian für deine Präsentation und auch nochmal die Zusammenfassung der neuen Features. Was ich nochmal kurz sagen wollte, du hast es ja gezeigt, das ist ja der große Vorteil von RFM 6, dass es keine einzelnen Module mehr gibt, sondern die Add-ons, heißen sie jetzt, sind direkt im Programm integriert. Und ja, man sieht schön oder man hat schön in den Beispielen das Zusammenspiel gesehen. Ja, in dem ersten Beispiel war die Betonbemessung mit drin, dann in dem zweiten Beispiel die Strukturstabilität. Du hast gesagt, es kann mit Dynamik, mit dem Dynamik-Add-on kombiniert werden. Das ist halt der große Vorteil von RFM 6, dass alles direkt im Programm integriert ist, also alle Add-ons. Okay, genau. Ja. Genau. Ich um das Webinar abzuschließen, zeige ich Ihnen noch mal ganz kurz, wo Sie die Aufzeichnung finden. Vielleicht möchte der eine oder andere oder die eine oder andere das Webinar noch mal in Ruhe durchgehen. Und dann zeige ich noch mal meinen Bildschirm. Also Sie erhalten auch in den nächsten Tagen eine E-Mail. Und ja, wenn wir hier auf unserer Webseite sind, dann finden Sie unter News und Termine die Webinare. Da finden Sie auch alle anderen aufgezeichneten Webinare, auch die zukünftigen Webinare, also das nächste, da geht es um die Formfindung und Berechnung von Membrankonstruktionen. Das ist das heutige Webinar hier und da werden Sie dann hier die Aufzeichnung finden in der Mitte. Und wenn Sie dann weiter runter scrollen, finden Sie dann hier irgendwo die Modelle, die heute vorgeführt wurden und die können Sie sich herunterladen und dann damit auch ein bisschen probieren. Okay, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich beim Adrian für die tolle Präsentation, beim Stefan Frenzel für die Beantwortung der Fragen. Ja, also ich bin der Meinung, der Adrian hat das gut gemacht und ich freue mich, Sie mal bei einem anderen Webinar begrüßen zu können.
oder Sie schauen sich Aufzeichnungen von bisher gehaltenen Webinaren an. Wir haben ja schon die Stahlbeton, Stahl-Add-ons und Holz-Add-ons und so weiter vorgeführt. Heute Bauzustände, das nächste Mal Formfindung. Okay, also dann noch einen schönen restlichen Tag und bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.